Ihr zerbrechen Träume, Lebensträume. Don Carlos' Liebe zu Elisabeth bleibt Utopie. Marquis von Posa wird seinen Kampf für die Freiheit Flanderns mit dem Leben bezahlen. Doch Verdis Musik gesteht jeder Figur dieser Oper eine ehrlich und tief empfundene Sehnsucht zu. Das Spanien zur Zeit Philipp II. Ist in Giuseppe Verdis Oper Don Carlo zum Sinnbild eines totalitären Staates geworden. Ein alles beherrschendes System von Spitzeln und Denunzianten, in dem private Gefühle keinerlei Chance haben, vielmehr rücksichtslos den politischen Interessen untergeordnet werden. Denn über allem und jedem schwebt das Damoklesschwert der Inquisition. Derartige Repressalien deformieren die Menschen. Die fortwährende Bedrohung, die ständige Angst, abgeholt und aussortiert zu werden, ändert notgedrungen ihr Verhalten. Das Vertrauen untereinander schwindet. Freiheit und Liebe, all die humanistischen Ideale, werden vom unbarmherzigen Räderwerk eines perfiden Machtapparates zerstört. Nur im Verborgenen noch, in den dunklen Nischen ihres Lebens, öffnen sich die Menschen. Da offenbart selbst der gefühlskalte König seine Sehnsucht nach menschlicher Wärme und Prinzessin Eboli bekennt selbstzerstörerisch ihre hoffnungslose Liebe zu Carlos. Die Inszenierung von Christoph Nehl, der zum ersten Mal in der Hannoverschen Staatsoper arbeitet, betont sehr genau und eindringlich die klaustrophobische Ausweglosigkeit, in der alle Figuren gefangen sind. Atmosphärisch unterstützt wird dieses Szenario von einem Bühnenraum, der mit seinen bedrohlich hohen Wänden die Kälte und die Unerbittlichkeit eines rigorosen Staatsgefüges widerspiegelt. Verdis Don Carlo ist alles andere als eine monumentale Historienoper, sondern vor allem ein Stück über die Zerrissenheit und die Entfremdung des Individuums in einem menschenverachtenden System.